dürfen Sie begrüßen zu unserem Kongress von der ökosophischen Froschung vom Laienleif. Es hat sich die Notwendigkeit gezeigt, dass wir auf den Unterschied zwischen dem Gespenst und dem Geist hinweist. Oft genug werden die zwei Erscheinungen verwechselt. Also der Geist und der Gespenst. Insofern etwas anderes. Das eine eigentlich aus dem anderen, aber das andere nicht aus dem einen entsteht. Ökosophische Linguistik kann hilfreich sein bei der Erörterung von grundlegenden Differenzen. Darum möchte ich hier die Materie, wenn man so will, das ist ja zwar Immaterie, es handelt sich ja nicht um Materie, wie Geist. Aber der Mensch, der ist ja eine Wassersäule und hat eine Verdauung, wo Säurebrand ist, also ein Brand, also wo Feuer und Wasser zusammenkommt, gibt es, logisch, Dampf. Und im Dampf fängt es wahrscheinlich an, weil auch Himbeergeist zum Beispiel ist auch Feuerwasser. Und innerhalb der Sprache ist Nor ist eine absolute Form von Feuer und Mal ist eine absolute Form von Wasser. Also eine annehmliche Form. Und somit ist das Wort erklärt. Aber Geist, wir als Schweizer haben eine sehr gute Möglichkeit, das Wort zu verstehen, weil wir haben ja eigentlich immer einen Haufen so Geist. Und dank dem, dass wir das so können schreiben können, ist es ein bisschen verständlich, was Geist ist, oder? Geist geist. Er geist. Was? Eben, es geist. Also, er ruft es hervor, oder? Hervorrufen. Und wir als Menschen, wir können gar nicht anders als dauernd hervorrufen. Darum haben wir eine Stimme. Weil wir haben eine Stimme, damit wir extra können über das reden können, was nicht stimmt. Weil etwas, was stimmt, das Urwort von der Gesellschaft, das ist eben, gehört es ja schon, die Gesellschaft, oder? Also, das ist das Fundament von uns, was wir Gesellschaft nennen. Oder? Weil wir haben ja dann gedacht, am Analphabetismus, meine ich, haben wir dann gelernt, mitzuschreiben. So wie bei Nebel leben und so, oder? Das hat man dann beim Geist dann, und Nebel ist ja auch Dampf und so. Jetzt ist etwas ganz Interessantes passiert, oder? Weil man hat ja gewusst, dass der, den man so benennt, das ist der, der Esel, oder? So wie so muss. Und es ist aber interessant, dass jetzt sich das Wort hier. Da gibt es ein Urwort, wo man da vom Persischen her haben bis ins Sanskrit hinter. Und das heisst Haar. Haar. Und jetzt ist natürlich allen klar, was Kabbalistik ist. Da kann man Buchstaben übersetzen und so. Und jetzt ist klar, Mexiko, X ist, oder Javier, X ist CH. Hm? Das X. Ah, ist eh, wenn ich sage, rede ich. Also, wenn ich, Und jeder Chinese, der das Kind verwechselt, er und L, das ist komplementär, das ist gar kein Fehler, sondern er sagt auf die andere Seite. Dann haben wir das. Oder wenn sie als R ist, das 2L, also, weil sonst wäre es ja als R. Man muss es aufheben mit der Doppelheit. Oder? Aber jetzt sehen wir, dass das Wort. Vorhanden ist. Jetzt ist aber die Frage, ist es die oder der oder das?
Wir müssen die Tafel aufnehmen, aber es ist eine alte Schule raus. Weil der Gesell oder die Gesellin oder, ist natürlich immer ein Gefährte. Aber versachlicht ist es, hat es eben dann kein aus sich rausgekommen, kein E mehr. Es ist nur noch ein Gefährt. Ist wie. Ja, kommt ja nachher noch die oder das Eselei, oder? Also, es kommt auch darauf an. Welches? Jetzt ist es eben so: Das Karren, das wir brauchen, kommt ja vom Esel. Karre, also wieder Esel, oder? Und dem Karren sagen wir Auto. Auto heisst selbst. Geht irgendwie nicht auf. Das müsste da einer sein. Aber eben da brauche ich noch Platz. Weil Esel auf Arabisch, das ist sonst Freitag. Und Arabisch ist ein bisschen andere. So. Und dort sagen wir Esel, sagt man. Und jetzt immer, wie beim Ochs, tut man auch, wenn man einen Abschnitt, oder? Wo man das O ist allumfasst, ist gar nicht weiter, oder? Ist so, abgeschlossen. Darum gibt es dann den Omar. Also, der Schauspieler, der hat einen ganz komischen Namen gehabt, weil der heisst eigentlich der scharfe Wallach. Das gibt es ja nicht. Aber eben, wo sie das latinisiert haben, haben sie es auf Italien überbracht, oder? Und dort sagt man heute noch einen Esel, also einen alten Eseling. So, Mara. Einfach hin und vor den Buchstaben angehängt, dann ist das das. Jetzt ist es dann aber so weit gekommen, dass wir das haben müssen beijahren. Also, beijahren, so, eben da. Eselschrei hat es gefehlt, oder? Dann hätte man das müssen so machen. Hat so Maria gegeben. Oder? Weil ja einer, wenn er sich hören macht, der Mariage. Das heisst eben Exel. Oder? Maria ist auch Gesellschaft, heisst der Mär in Frankreich. Also, das ist ja keine Mutter, das ist der Bürgermeister. Und jetzt eben zu Maria kann ein Eselei sein. Aber eben, die oder das ist leid. Und somit hat man dann eben nachher, ich muss jetzt halt das Wort hier aufnehmen, dieser Pflanze, oder? Maria heisst sie ja, oder? Hey. Also Maria haben wir klar, ist Gesell, Gesellschaft und so weiter. Kua, das ist Hans. Hans kommt aus dem Sanskrit, heisst die weiße Gans. Ich Hans oder Hans nicht. Also Hans, wie wir es heute verstehen, oder? Und darum heisst Marihuana eigentlich die Gesellschaftshaberte. Und ich nehme an, das ist genau der Grund, warum wir es verboten haben. Ja, so ist das eben mit unserer Geschichte. Oh. Wir haben ja eine enorme Menge von Möglichkeiten, von Zeugs auszudrücken. Du siehst es auch mit dem vorigen Papier. Oder wir Menschen, wir brauchen ja immer Wörter. Und Wörter, das ist ganz eine interessante Sache. Weil das ist immer gleich, ob es jetzt ein Wirt, ein Wort, ein Wort, ein Wert oder ein Wörter ist.
Also, das ist das gleiche Wort. Immer. Nur der Sinn ändert. Der Witz ist, wenn man WRT nimmt, auf Jugoslawisch zum Beispiel. Heißt das Garten? Wenn man es Ort nimmt. Oder? Heißt auch Garten, kommt von Orto. Und wir haben eigentlich eben die Kombination von Buchstaben genommen, um das auszudrücken, was wir eigentlich sagen wollen. Und weil es mit Fundamentalen zusammenhängt, die wir machen, weil der Orto, das ist im Italienischen weiss man, der Giardino ist der Blumengarten, der Orto ist der Gemüsegarten. Und das Gemüse ist natürlich eben, darum heisst es ja so. Das Gemüse. Ja, weil man muss, oder? Und das macht natürlich Mühe und dann hat man sich Mühe. Das ist natürlich dann schon klar, warum wir dann die Wörter brauchen. Es ist ja bei uns eingepackt. Ja, eben, das eine Gemüse, das bei uns wächst, das ist ja der Hanf. Und das andere, alles Mögliche, oder? Und wir haben so eine Zeit jetzt da, wo wir heute jetzt da, hat ja angefangen, am 11.11., oder? Dort fängt Fasnacht an. Also dort ist fast Nacht, weil jetzt kommt sie dann so wie Nacht. Also, es wird immer dämmeriger, oder? Und der Dämmerzustand, das ist eigentlich das, was wir dann erreichen wollen, oder? Über den Winter. Dann dämmert es den Leuten. Dann kommen dann all die Geschichten in den Sinn, oder? Von diesen Figuren, die sie so Zipfelkäppchen anlegen und umzeichnen. Ja, so ist das eben. Ah, jetzt muss ich hören, jetzt ist fertig. Was ich noch sagen will, ich habe mir so ein Büchlein gehabt, ich habe mal ein Büchlein geschrieben, Gift und Helvetia. So, eben, wenn ich mir vorstelle, dass die Schweiz, die ist ja im Zusammenhang mit Dope entstanden, die ist also das erste Silber von Münz, das sie da hatten, ist vom Opiumkrieg gekommen. Oder in China. Die haben Silber gegen Opium getauscht, oder? Das ist jetzt immer noch, oder? Ich meine, das ist eine gute alte Tradition, sagen sie. Ich bin zwar nicht so dafür, aber... Und ich habe da ihnen so geschrieben, wie Helvetterli zu Helvetterl wurde, oder? Also was da der... Ich meine, das Wort, das kommt ja schon... von weit zurück, also von den Helvetern. Weißt du noch jemand, was Helvetia heisst? Helvetia ist auf Finnisch Hölle. Und wir nennen uns Schweizer. Und wenn wir das mit TZ schreiben, dann heisst das, ist das ein Beruf. Das ist Melker. Und wir nennen uns eben Melker von Helvetia, also Melker von der Hölle, weil wir das goldige Kalb melken dürfen. Aber die Schweizer haben ja keine Schweiz gemacht, sondern die Engländer haben ja die Schweiz gemacht. Damals haben wir die gleiche Nationalhymne gehabt. Und die haben natürlich gewusst, das Kalb kann man nicht melken. Was hat man denen zuerst sagen da? Das Kalb muss man zuerst fackeln in einer Faktorie und fakturieren. Und dann kannst du es melken. Schön miteinander, ich hoffe, ich kaufe dann einen Haufen Büchlein. Weil das steht alles da hinten.